Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Und heute bin ich in Island unterwegs und genauer gesagt gehe ich heute zu einem ja, so mittelmäßig bekannten Wasserfall, würde ich sagen, dem Kvernufoss. Der ist in der Nähe vom Skogafoss und er sieht richtig schön aus, weil man da in so eine Art Höhle geht, hinter dem Wasserfall und von dort eine richtig coole Sicht hat. Viel Spaß! Wir müssen jetzt nämlich diesen Weg hier lang wandern, hinter diesen Berg. Und da finden wir dann den Kvernufoss. Wetter ist, naja, es hat die ganze letzte Nacht komplett geregnet. Jetzt haben wir einen schönen dramatischen Himmel. Also eigentlich ganz cool, so Island-typisch. Wirklich nicht weit. Man muss jetzt hier einmal über so einen Mini-Hügel drüber. Danach geht es wieder eigentlich fast auf die gleiche Ebene zurück. Aber ansonsten ist der Weg überhaupt nicht anstrengend, also auch für jeden machbar. Ich würde mal schätzen, ungefähr 1 Kilometer, 1,5 Kilometer muss man vielleicht wandern und dann ist man schon da. Ich bin sehr gespannt, wie der jetzt aussieht. Ich war das letzte Mal vor 3,5 Jahren dort. Habe da schon ein sehr schönes Foto gemacht, aber ich glaube, es geht noch ein bisschen besser. Da ist er. Schon sind wir da. Also es ist nicht mal 1 Kilometer wandern. Eher ein bisschen weniger. Super leicht zu erreichen. Aber kein einziger ist hier. So Leute, ich bin schon da. Da hinten? Da ist er schon, der Kvernufoss. Und das kleine Stück muss ich jetzt hier noch runterwandern. Es regnet leider jetzt so ein bisschen. Das ist aber eigentlich gar nicht so das Problem, weil an einem Wasserfall ist eh nass. Und wir stehen ja in der Höhle quasi drin. Also ich will ein Foto hinter dem Wasserfall quasi machen. Da bin ich sowieso geschützt. Und die Kamera wird sowieso nass. Von daher ist es eigentlich vollkommen egal. Der Himmel sieht ein bisschen dramatisch aus, finde ich gut. Und dadurch haben wir so ein richtig schönes Island-Feeling auf dem Bild am Ende. Ich habe jetzt hier schon ein paar Fotos gemacht. Es ist unglaublich schwer, auch hier wieder. Wobei, wenn ich jetzt hier vorne fotografiere, da kriege ich die ganze Zeit komplett Wasser ab. Wenn ich weiter nach hinten gehe, nämlich dahin, da ist es echt schön ruhig. Da kann man gute Fotos machen. Die blende ich euch auch jetzt mal kurz ein. Ich finde auch, dass man dort eigentlich die beste Perspektive hat, weil man dort den Wasserfall komplett sieht. Man sieht auch, wo das Wasser aufkommt. Und man hat auch den Hintergrund mit drauf und die ganze Höhle. Das war mir auch ganz wichtig. Da sind 14, 15 mm schon Pflicht, damit man alles drauf bekommt, damit man diesen natürlichen Rahmen auch oben im Bild noch hat, was dann am Ende richtig gut aussieht. Und ich habe auch eine Belichtungsreihe gemacht. Das heißt, ich habe einmal eine Nullbelichtung, eine Minus-2-Belichtung und eine Plus-2-Belichtung gemacht, weil einfach der Dynamikumfang von der Kamera ansonsten überhaupt nicht ausreicht. Wir sind jetzt hier auch mitten am Tag. Das heißt, der Himmel hinten ist echt hell und der Wasserfall ist auch sehr hell, die Höhle dafür sehr dunkel. Und um das dann noch später in der Bildbearbeitung auszugleichen, da braucht es dann mehrere Belichtungen für. Filter habe ich ausprobiert, kann man hier komplett vergessen. Beschlägt alles sofort, kann man nicht wirklich mit fotografieren, hat man zu viel Wasser dann vorne drauf. Deswegen habe ich jetzt diesmal ohne Filter fotografiert und wirklich nur eine Belichtungsreihe gemacht. Mal schauen, was draus wird. Jetzt hat es gerade richtig angefangen zu regnen. Ich war gerade eben noch vor dem Wasserfall, habe da noch ein paar Bilder gemacht.
Und jetzt regnet es gerade richtig doll. Ich probiere jetzt irgendwie schnell zum Auto zurückzukommen und die Kameras zu trocknen, weil die sind richtig nass. Ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr so ist, könnt ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Und falls ihr noch Fragen habt, dann postet sie einfach unten in die Kommentare. Und ich würde mich natürlich über ein Abo freuen, falls du das noch nicht getan hast, weil auf diesem Kanal gibt es immer weitere neue Videos zum Thema Fotografie und Bildbearbeitung. Würde mich freuen, wenn du damit am Start bist. Und ansonsten schau auch mal auf meinem Online-Store vorbei. Dort gibt es Videotrainings zum Thema Photoshop, Lightroom, Luminar. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, mach's gut und ciao.